Magie des. Hi Leute! Hallo von mir und Nina. Es ist heute der 30. Dezember, das heißt ein Tag morgen, eine Nacht und das ist schon 2014. Yay! Jetzt haben wir uns überlegt, wir machen ein kleines Video, weil ihr unbedingt ein Video haben wolltet von uns. Uns ist immer klein lang. Wo halt wir mal drüber reden, wie unser 2013 war, weil so viel passiert dieses Jahr. Und man kann es einfach wirklich nicht in ein Video reinpacken, weil es einfach so viel war. Deswegen haben wir gesagt, wir erzählen euch mal ein bisschen, wie alles bei uns so passiert ist in 2013. Ich füße dich. Wir füßen uns gerade. Siehst du, das ist das beste Freundin, liebe ich füße uns. Jetzt hast du ein Haar verlippt. 2013? Justin Bieber Konzert? Also ich denke, ne. Ja. Justin Bieber Konzert. Justin war in Deutschland. Jedenfalls, er war da halt in Frankfurt. Es war der Tag unseres Justin Bieber Konzertes, der Lieftour. Nina hatte Golden Circle. Ich hatte halt Meet & Greet. Das heißt, dabei war halt auch gleich das Diamond Circle Ticket dabei. Das ist der Tag, wo wir Justin live gesehen haben. Ich Justin das erste Mal in meinem Leben getroffen habe. Und es auch wirklich ein richtig toller Tag gewesen ist. Und ja, ich vermisse ihn so sehr. Dein 18. Geburtstag. Mein 18. Geburtstag. Du wusstest nichts davon? Ich wusste überhaupt nicht. Ich wusste nicht mal, dass sie kommt. Ich hab sie verarscht. Ja, ja. Weißt du, dann hat sie mir nicht mehr geantwortet und ich denke so, okay, dann eben nicht. Brauchst auch nicht mit mir reden. Ich komme so rein, da ist so ein Kopf. Also so da auf der Kamera stehe ich dann so, hä? Haben wir irgendwelchen Besuch, von dem ich nichts mag? Komme ich so rum, da sitzt dann so Nino. Oh mein Gott. Das große Wiedersehen. Das war auch schön. Haben wir Kuchen gegessen, noch mehr gegessen, noch mehr gegessen. Wir sind so Fresssäcke. Und dann wollen wir nochmal feiern. Ich hasse das Wort, warum sag ich's? Guck mal, hallo, guck mal rein. Ah, frisst doch meine Hand an. Und meine Stimme kackt voll ab. Von gestern, weil wir so geschrien haben. Ja, was ist denn dann noch so alles passiert? Selina kommt. Also es war halt so, man konnte beim Gewinnspiel mitmachen. Ich habe sie halt drauf auf. Ich habe es gesehen. Und habe dann sogar gesagt, Nina, dann musst du auch mitmachen. Dann war halt der Tag, wo es halt bekannt gegeben wurde, wer gewonnen hat. Dann wisst ihr, wie wir das gemacht haben. Wir haben jeden Tag nichts gesagt. Es wird klappen. Es wird klappen, es wird klappen, es wird klappen, es wird klappen. Und dann hat es auch geklappt. Und so halt so, ich war halt unten. Mein Handy habe ich oben liegen lassen, mal zu machen. Nach 2 Stunden knapp gehe ich hoch und sehe es auf meinem Handy, ich habe 263 Nachrichten. Wenn man seine Nachrichten aufmacht, sieht man halt die letzten. Und da stand dann, Justin ist tot. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich stand erstmal so da, hab wirklich so gedacht, ey, Justin, da ist jetzt was passiert oder sowas. Ich meine, hallo, 263 Nachrichten und dann steht da, Justin ist tot. Ich hab voll die Panik bekommen, gell? Dann schreibe ich hier so, was? Und dann die so, nein, scroll mal hoch. Und ich, okay, hab ich's hochgeschrieben. Und dann stand dann, wir haben die Degree-Bills in den gewonnen. In Berlin, bei das Neo. Oh, das war so geil. Einen Tag wirklich vorher gebucht. Es war so spontane Aktion haben wir eigentlich nie gemacht. Es war spontan, weil ich es eigentlich gemacht habe. Wir hatten 2 Tage vorher Zeit. Am 3. Tag war dann Selena Gomez Event. Und danach sind wir auch gleich losgeflogen nach Hause. Und da hat Wasser aus dem Licht getropft. Wir lagen im Bett und ich habe dann so zu Nina gesagt, ein komisches Geräusch. Habe ich halt Nina vorgeschickt. Die dann so, wenn du stirbst, egal. Egal. Na, war es halt so, wir hatten einen kleinen Flur da. Und da oben war eine Lampe. Und da hat Wasser aus dem Licht getropft. Und ich denke so, Wasser? Elektrizität? Feuer? Explosion? Oh mein Gott! Und ich krieg voll die Panik. Und ich so, okay, schnell jemanden anrufen. Dann haben wir den angerufen, den Typ. Dann hat mich ausgelacht. Dann hat er erstmal sie am Telefon ausgelacht. Und dann ist er hochgekommen. Und hat immer noch gelacht. Hat dann uns immer noch ausgelacht. Und ich sag zu dem, ey, was ist mit Explosion? Was ist, wenn es hier brennt? Was, wenn wir sterben? Ja, das passiert öfters. Ja, ihn tropft öfters Wasser aus dem Licht. Ja. Ja, das ist ganz normal. So normal, wie eine Waschmaschine läuft. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, da habe ich so gedacht, okay, das Haus ist auch ein bisschen sanierungsfähig. Jedenfalls, das war mitten in der Nacht, gegen 1, sind wir umgezogen, nachts in eine Suite. Ja. Für eine Nacht, aber es war schon ein Riesenzimmer, aber für eine Nacht, naja. Ja. Aber wenigstens etwas, ich meine, das war mir auch mal eine Suite, kostenlos. Ja. Ohne Aufpreis. Dankeschön. Sie hat gesagt, mach doch dieses Jahr beim Bambi mit. Wir haben uns das erste Mal bei mir 2011 getroffen. Wir kannten uns seit 2010, 8. August 2010. Tag kennen wir uns. Haben wir uns auch durch Justin kennengelernt.
ich ohne Erlaubnis habe mich in den Zug gesetzt, weil sie mir gesagt hat, wann die ist. Das war auch voll kurzfristig. Spontane Aktion. Habe mich in den Zug gesetzt. Jetzt dieses Jahr 2013 war halt nicht irgendwie ein bestimmter Star oder sowas. Habe ich gedacht, mache ich halt mit. Weil Lina mir gesagt hat, mache ich jetzt mit. Und ich dann so, okay. Ich habe relativ viele Stimmen eigentlich bekommen. Und ich habe mich halt gewundert, wäre auch wie schön, dass auch viele Leute mich unterstützen. Und Lina hat mir auch wirklich geholfen, ganz viel. Ja, wir haben uns halt wirklich jeden Tag gesagt, das klappt, das schaffen wir. Das wird auf jeden Fall klappen. Es war halt so Montag, standen sie halt dann nach der Schule vor der Tür und dann war halt die Überraschung, wie ihr sie bei RTL gesehen habt. Die haben mich mit der Kamera alles wirklich überrascht. Die waren halt hier und haben noch die ganzen Interviews gedreht und was weiß ich. Ich konnte halt schlecht an mein Handy gehen, weil ich halt total busy war und so. Und dann gehe ich an mein Handy. Viele Nachrichten von Nina auch, so tausende Anrufe. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, Handy raus, Nina angerufen. Und wir haben erstmal am Telefon rumgeschrien, geheult, wie sonst was. Das war so schön. Wir heulen irgendwie immer. Ja, wir heulen dauernd. Film gestern auch. Wir heulen oder wir schreien oder wir labern. Eher vorzüglich labern. Wir brechen den Rekord im meisten Reden, auf jeden Fall. Die Woche halt ist mit dem Bambi, es war halt voll toll. Und am Flughafen bin halt zurückgekommen aus Berlin. Hat mich die Nina auch abgeholt vor Flughafen. Es war voll surprise, schön. Surprise. Ja, mit Blumen und alles. Oh. Gestern so angekommen. Es war so ewig im Arsch. Ach, sind wir süß. Und ja, wir haben gestern Believe Movie zusammen angeguckt. Das war auch voll schön. Das war 2013 und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch ein bisschen erzählen, wie euer 2013 war. Einfach in den Kommentaren unten drunter. Vielleicht ist auch euch was Tolles passiert. Unten drunter. Ich wünsche euch allen einen super schönen Rutsch ins neue Jahr 2014. Ein wirklich tolles Jahr. Macht euch nicht zu viele Vorsätze, die haltet ihr eh nicht ein. Danke für diese gute Pantomime im Hintergrund. Wird alles passieren und klappen, wenn ihr nur dran glaubt, wie wir immer sagen, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt, es klappt und dann funktioniert es auch. Und es klappt immer. Genau. Herzchen. Meine Stimme. Warte. Ich nehme es nicht. Nein, Julia, das sehe ich ins Herzchen. Yeah. Rollercoaster. Cheers. Okay. Was war das? Mach ein Tutorial über Haare kämmen. Haare kämmen. Body house body. Hast du voll rein in die Kamera? Selfie. Oh, sind wir süß. Oh, guck mal, wir sind so hübsch, hübsch als hier. Schneidest du raus? Die Augenbrauen machen mich so ernst. Deine Augen. Weißt du, was ich verstanden habe eben? Was denn? Was du sagen wolltest. Meine Augenbrauen machen mich so an. Meine Augenbrauen. Okay. When you ready, come and get it. Na 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 na. Klar. High School Musical 2 oder 3? Also. Ich mach so Werbung. Ja, mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir Sammy herbei. Und mich nicht! Siehst du, dass die mag mich nicht mehr? Oh, küss. Mein Haar hängt gerade in die Pfiffe. Was war das? Das Tollste. Cool. Schönste. Licht, komm herbei. Zu mir. Oh, ich vergesse mal. Ich bin ein bisschen vergesslich, tut mir leid, ich bin doof. Wir haben schon festgestellt, dass wir ein unsichtbares Kabel haben. Das war wirklich das so. Von meinem Gehirn zu aus der Gesicht ihrem Gehirn hier geht, wo die Leute immer drüber stolpern. Deswegen stolpern Leute, weil wir ein unsichtbares Kabel haben. Doch! Der geht so. Das ist Bibi und Tina. Auf Amadeus und Sabrina. Freunde sind, weil sie Freunde sind. Fisch. Ich hab keinen Bock, mich zu bewegen, ich bin so faul. Ich bin Justin. 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 Ich bin
So finde ich es gut.